Okay, wisst ihr was? Ich nehme eine Folge auf. Eine Folge nehme ich auf und genau, den Rest mache ich dann quasi offscreen. Ich glaube, das ist sogar eine ziemlich gute Möglichkeit aktuell. Ich glaube, das ist auch fair, oder? Ich finde, das ist fair. So, ich kriege gerade aus Verlegenheit mal noch schnell das Ding hier. Amplis habe ich schon an. Boah. 15 Mobs machen die uns Schaden. Und wenn ja, wie viel? Gut. Wir bleiben nicht bei den 15 Mobs. Hä? Wir machen 300k Schaden jetzt? Wo kommt jetzt der Schaden wieder her? Hä? Wait, was hab ich verpasst? Was habe ich gerade verpasst? Warum machen wir so viel Schaden? Ich meine, wir hatten noch. Ich bin gerade verwirrt, sorry, aber wir hatten noch letztens irgendwie. Was hatten wir an Ding hier? Das war nicht viel eigentlich. Ich bin gerade echt verwirrt. Wir hatten noch 260k Schaden, oder? 265k Schaden. Ich war auf Pur End, okay. Ja, das stimmt. Wir hatten, glaube ich, auch alle Buffs an und so. Aber ansonsten hatten wir doch eigentlich. Wir hatten noch nichts mehr. Wir hatten von nichts mehr. Es sind halt wirklich nur ein paar mehr Int. Okay, wir haben jetzt halt gerade den Schmuck geabt und so. Aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie. Ich habe nicht mal das Int-Pad oder so draußen. Wir haben es letztens getestet. Irgendwie die 70 Int oder 90 Int mehr oder so. Die haben ja. Was haben die ausgemacht? Nicht viel eigentlich. Hä? Ich kann es nicht ganz verstehen, wo unser Schaden wieder herkommt. Oh Gott, der riesige Hitbox ist echt nervig. Ah. Weapon Level Up, nice. Pet ist auch Level Up, super. 1-3-3. Können wir eigentlich auch das Ding nutzen dafür? Ach, ihr Mistviecher. Lol. Wann hatten die Dinger mit dem Dot? Einmal. Zweimal. Ein Pet-Level oder wie? Ah ja, das geht. Komm, gib mir eine 5. Fünf, super. Perfekt. 6% mehr XP, super. Bin mir gerade noch nicht sicher, mit welchem Skill ich am besten pullen soll. Vielleicht mit F7 pullen. Und mit F8 dann irgendwie AOE oder so, keine Ahnung. Wenn ich den Action-Slot caste, dann wird das irgendwie ein bisschen blöder, ne? So, XP. Ja, jetzt levelt unsere Waffe wie Sau, oder wie? Gibt's ja echt nicht. Nur wegen diesem einen Ding da, das gibt's ja nicht. Ich glaube, wir probieren trotzdem mal Lido aus. Der 10er Spawn ist echt irgendwie, naja. Wir dürfen uns aber nicht hitten lassen. 3,7k Crit-Block. Boah, das ist heftig. Na gut, ich meine, wenn das Hit and Run funktioniert, dann können wir wirklich hier, keine Ahnung, total übertreiben, effektiv. Effektiv, ja. Ob es wirklich funktioniert, keine Ahnung. Your XP will be reduced.
Aber was heißt das? Kriege ich jetzt wirklich weniger XP oder wie? Nee, oder? Punkt 7,2 am aktuell. Okay, es sind 0,3% für einen Mob. Wow. Krass. So, jetzt. Hä? Gut. Weg mit dem Ringmaster. Warte mal, was? Wie viel XP kriegen wir? Ich kann es gerade nicht ganz glauben. Waren es gerade 0,55% oder wie? Ja, wow, lol. Was macht denn das für einen Sinn? Ja, also Wacky Leech ist gleich halbe XP oder was? Ich verstehe, also das ist wie im letzten Mal, ich verstehe die XP überhaupt nicht. Das ergibt für mich absolut gar keinen Sinn, was hier passiert. Dann sind die XP irgendwie übertrieben oder wie? Ja klar, wow. Ja, ist wow, ist klar, oder? Hä? Okay, also jeder, der halt nicht so levelt, der hat schon wieder verloren. Der hat quasi verloren bei Design. Ich meine, ich level es mit nur zwei Amplis und ich habe keine Donate-Amplis an oder so. Hä, what the fuck? Das macht halt. Das macht alles sowas von gar keinen Sinn. Also mit solchen XP. Solchen XP level ich aber gern. Ja gut, ich meine, kann ich ja super schnell aufholen, effektiv. Alter, was ist das denn hier? Was waren das gerade 30% für ein AOE oder was? Okay, das gibt's ja gar nicht. Ich bin halt schon wieder verwirrt ohne Ende, du. Verstehe ich jetzt gerade null. Also ich verstehe meinen Schaden nicht? Okay, gut. Ich verstehe aber auch die XP gerade überhaupt nicht. Also entweder kriege ich halt echt einen Malus dadurch. Das kann halt sein. Oder die XP sind gerade irgendwie trotzdem wieder buggy oder so. Ich hab keine Ahnung. Also wir hatten das letzte Season genauso. Also vorletzte Season, genauer gesagt. Da war es auch wieder ganz, ganz komisch. Da war es allerdings so buggy mit dem Body-Leveling an oder aus. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Aber Legion dafür macht einen riesigen Unterschied oder so. Yo, die Spawns. Alter, Psykeeper kann halt leveln, das ist nicht mehr normal. Das ist halt wirklich überhaupt nicht mehr normal. Ja gut, also ich meine, damit könnte ich halt echt innerhalb von einem Tag, wenn ich halt den ganzen Tag einfach, also was heißt durchzocken, aber wenn ich halt wirklich einen Tag jetzt mal mir nimm, Fifth Life, Dragon Rank 30, das heißt den ganzen Tag. Ein paar Stunden vielleicht. 4 Stunden wahrscheinlich oder so. Wenn überhaupt. Cold Milk. Speed. Ja, okay, das ist. Also, das ist alles. Das ist alles ein bisschen krass irgendwie. Und unser Schaden steigt halt irgendwie trotzdem wieder mit jedem Level an. Einfach nur, weil wir halt von den Dragon Leveln her, glaube ich, aufsteigen. Das skaliert irgendwie ganz, ganz komisch. Also, ich weiß aber bis heute noch nicht. Ich muss echt mal Dani irgendwie befragen oder so. Ich muss mal mit Dani ein Interview machen, glaube ich. Wie funktionieren XP? Wie funktionieren der Schaden hier auf dem Dragon Rank und so? Weil ganz im Ernst, ich spiele schon eine ganze Weile und ich verstehe es einfach nicht. Und ich meine, ich beschäftige mich ja mit dem ganzen Thema ja sogar einigermaßen aktiv. Das heißt, die Leute, die das halt nicht machen, die verstehen es dann noch weniger. $360k Damage.
Das ist halt echt heftig. Wann kriegen wir eigentlich die Questis davon? Ne, das liegt nicht rum. Die müssen wir echt bekommen. Okay. Können wir dabei auch wieder anfangen, hier die Dinger zu statten. Skillen meine ich, sorry. Skillen. Das Lifestyle halt. Oh, es ist so broken. Und ich liebe es, was broken ist. So, was machen wir jetzt an Damage? 363k, okay. Ich liebe es einfach. Das ist einfach so geil. Wir haben jetzt schon... Wait, wie haben wir das gemacht? Wir haben jetzt... In 12 Minuten haben wir jetzt 2 volle Level gemacht. Bei der aktuellen Geschwindigkeit sind wir bei 10 Level-Ups. Ja, pro Stunde. Natürlich die XP sinken und es werden keine 10 Level-Ups bleiben, aber... Puh, okay. Also die XP steigen ja mit jedem Tag und die Drop-Raten steigen auch mit jedem Tag. Das heißt, je später man in der Season ist, desto mehr XP kriegt man und desto mehr Drops kriegt man. Das muss man dazu sagen, ich habe ja damals schon extrem schnell gelevelt und dann wurden, glaube ich, sogar reduziert die XP. Die Sache ist allerdings, wir haben jetzt halt noch nicht mal die erhöhten XP. Also wir haben halt erst, wir sind noch relativ früh in der Season und so. Und deswegen ist es halt noch ein bisschen was anderes hier aktuell. Das finde ich ja gerade irgendwie schon ein bisschen lustig. Wir haben gleich das nächste Level up. 13 Minuten, by the way. Warum ist das so broken? Oder ist das einfach jetzt gerade normal? Habe ich jetzt gerade wirklich, also ich meine, ich habe natürlich letztens schon gemerkt, dass wir wirklich sehr wenig XP bekommen. Und das hat mich auch schon ziemlich gestört. Vielleicht sind es gerade einfach auch die normalen XP und ich hätte schon damals so schnell leveln sollen. Das kann ja schon sein, ja. Dragon Ring 10, nice. Was gab es eigentlich gerade als Belohnung? Ah, Mist. Das blöde Fenster vor. Ein Level noch, dann können wir zum nächsten Mobs gehen, einfach. Angry Tumor, alles klar. Ach ja, und der Damage steigt ja einfach schon wieder. Aber gut, natürlich die HP, die Monster-HP steigt halt natürlich im gleichen Moment auch. Das heißt, ganz so easy ist es dann trotzdem nicht. Ja, genau. Schade, dass Cats nicht level aktuell. Aber die hängen gerade noch am Yester-Set mit dran, am 125er. Ja, die hat genauso wenig Glück beim Droppen wie ich. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die aktiv farmt, ich glaube nicht. Ah, blödes Kackmob da, stirb. Oh, hab was gedroppt. Oh, Soft Chocolate, nice. Mhm, nice. Wie lange jetzt? Noch nicht mal 15 Minuten. Und wir sind bei fast 3 Level-Ups. Ja, ja, natürlich, man muss ja auch bedenken, wir haben gerade noch beschissen gelevelt mit Leecher. Wo es so langsam ging. Wait, die komplette Rechnung ist ja von Arsch. Wir machen ja aktuell so alle 3 Minuten ein Level up irgendwie eher. 3 bis 4 Minuten effektiv. Wow, hätte ich das einfach früher gewusst. Ich meine, ich habe jetzt eine Stunde gelevelt bisher und so, aber ich kann einfach schon so viel höher sein als vorher, also als ich aktuell bin. Nein, Hitboxen, nein. Mistviecher. Wait, was kann ich als nächstes denn farmen? Kann man schon nachschauen.
Jetzt habe ich erst 50 Remantes durch. Ich scroll mich gerade echt zu Tode da. Dust Cave, Island, ach, die Expeditions, ja. Ah, oh, die sind kacke. Ich hasse die Dinger. Die Expeditions sind echt scheiße. Die Droprate von diesen Dingern ist auch wieder viel zu niedrig. Also, sie ist allgemein okay, gewissermaßen okay, mittelmäßig bis okay. Nee, okay ist eigentlich das falsche Wort. Es ist, ich würde sagen, allgemein ist sie ein bisschen zu schwach. Auch wenn man denkt, dass es halt über so ein Endgear-Set ist und so. Und wenn man die halt jetzt nicht irgendwie wieder 20, 30, 40 mal farmen will, jede Instanz, dann, unter der Prämisse würde ich jetzt sagen, ist halt zu wenig, kommt zu wenig, droppt zu wenig. Genau. Genau, das kann man theoretisch jetzt sogar schon farmen. Wow, Alter. Aquädukt kann man auch schon bald farmen. Gold Rogers. What? Gold Rogers Bay? Okay, das ist neu. Das ist neu. Genau, da gibt es die coolen Gildenmöbel scheinbar. Genau. Ja, die Idee habe ich damals mal angebracht, denn ich habe gesagt, so nicht jeder will halt irgendwie PvP machen und so. Fügt da irgendwas ein, was man halt mit, als PvE-Spieler halt machen kann. Und ja. Ist halt eine coole Sache so eigentlich. Was? Wir haben jetzt 30% fürs AOE gemacht, gesamt. Und jetzt gehen wir direkt zu nächsten Mobs, das heißt, wir machen jetzt gleich noch mehr XP. Moonshadow, okay, da brauchen wir Level 30 dann dafür. Okay, der Schaden steigt wirklich kontinuierlich an. Oh, 3,5k Hit machen die aktuell. Hitblock, sorry, Hitblock, nicht Hits. Das heißt, die könnten mit einem Crit. Die könnten uns, glaube ich, sogar fast one-hitten, oder? Wenn die, ja, wenn die richtig Bock haben, dann sind wir ziemlich schnell weg. Oh ja, oh. Nicht die beste Idee hier schon zu leveln. Ist einfach krass greedy, was die XP aktuell angeht. Ja, aber die XP sind einfach zu gut. Ich meine, wir killen nicht mal so viel davon aktuell. Wir sammeln auch nicht so lang. Und trotzdem, wir kriegen ja die XP, das ist brutal. Die ersten 2-3 Level, die wir hier machen, müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, müssen wir schauen. Naja, aber geht. Geht. Alter, 60%. Ich level ja wie auf Level 90, 100 oder so, keine Ahnung. Okay, das ist halt so übertrieben. Oh, ich feiere es gerade voll, aber. Kann so bleiben, also die XP braucht nicht runtergehen oder so. Deswegen leveln Leute auch also schnell. Und ich dachte mir teilweise echt schon so, okay, wir haben jetzt, also wir sind Psykeeper, wir killen so viele Mobs. Ich meine, habt ihr gesehen, was wir an Mobs killen. Und natürlich werden wir noch keinen Dragon Rank ablehnen und so. Aber trotzdem ist, also, ich habe mir schon gedacht, irgendwas ist echt komisch. Und hier sind ganzen Mobs. Es ist halt so witzig. Es ist halt echt so witzig. Ah, Schatz, kriegen wir noch die Quest-Items davon? Ach ja, genau, es läuft aktuell. Nee, es läuft noch gar kein XP-Event. Es läuft erst ab morgen, das XP-Event. Oh, lol. Wir könnten übrigens auch noch einen XP-Umhang kaufen, zum Beispiel.
durch Collector Jobs. Hätte ich aktuell gerade genug sogar. Ja, es ist halt. What should I say? Es ist verrückt. Wie lange leveln wir jetzt? 21 Minuten. Wir haben angefangen bei Level 7, 7,5. Jetzt sind wir bei 11,5. Das sind 4 Level. Über 4 Level, die wir gemacht haben. Beziehungsweise nach dem Aoi sogar. Ja. Oh, lol. PvE-Damage. Ja, lol. Was hab ich gesagt? Von 7 auf 5 Level-Ups in 21 Minuten. Und wir haben halt sogar am Anfang noch scheiße gelevelt. Also selbst nach der Rechnung, wenn die XP jetzt gleich bleiben, was ich nicht weiß, ob sie es tun. Selbst nach der Rechnung würden wir jetzt aktuell 15 Level in der Stunde machen. 15. Das macht Spaß. Ich muss einfach kaum leveln. Das passt halt gerade auch zu meinem Zeitplan, weil ich halt einfach keine Zeit habe, effektiv. Und, naja. Hit und Cast. Ohne HP. Ah, ich überlege gerade, ob ich vielleicht nicht sogar auf den HP-Skill gehe. Cast-Skill ist auch wieder nice. Ich glaube, der HP-Skill ist erstmal fast sogar wichtiger. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch echt nicht normal. Also ich frage mich halt gerade echt so, ist das jetzt einfach gerade ein Bug oder ist das wirklich so gewollt? Weil es kann halt echt sein, dass man halt jetzt gerade so ohne... dass es gerade einfach ohne Legion verbuggt ist. Also wenn es natürlich so bleibt, ist natürlich cool. Aber wenn es halt wirklich nur so ein temporäres Ding ist und das halt dann gefixt wird und so, dann ja, ist halt nicht so cool. Das weiß ich halt gerade nicht. Und natürlich, wenn ich jetzt dann halt... Wenn das Video online geht und es wird dann direkt gefixt, also dann habe ich ein Problem. Dann haben wir alle ein Problem. Und weg damit. 70%. 73%. 75%. Oh, ist das episch. Wir machen mittlerweile fast 400k AOE-Damage. Also ein bis zwei Level-Ups noch und wir machen halt einfach 400k AOE-Damage hier. Ich weiß nicht, ob man jetzt mit allem mehr... Okay, das Ding macht 1 Million. Nee, ich glaube, es skaliert irgendwie anders. Bei den Mobs macht man irgendwie anderen Schaden. Oder anders Schaden. Es kann allerdings natürlich schon sein, dass der Schaden bei allen Dragon-Rank-Mobs steigt, aber halt nur nicht bei den anderen Mobs halt. Wenn du verstehst, was ich meine. Aber ja, wir haben halt noch viel zu wenig Damage momentan. Für so einiges. Level 13, okay. Gibt da wieder Dragon Rank Amplis. Also bei der Geschwindigkeit muss ich halt eigentlich nicht mehr farmen oder so. Also die Amplis farmen, meine ich. Weil es eigentlich egal ist. Wie heftig soll es eigentlich noch werden? Warte, was war jetzt gerade für eine AOE? Waren wir gerade nicht noch bei 77% oder so? Waren es nicht 77%? Das wären gerade 30% für eine AOE gewesen. Aber es ist nicht undenkbar, weil ich meine, schau mal her, wir machen hier gerade riesige AOEs und nehmen quasi alle zusammen. Und. Ja, ist heftig. Ich glaube, am Anfang, jetzt aktuell, bin ich halt noch ziemlich krass. Aber sobald halt irgendwie die anderen Leute, die One-on-Ones halt irgendwie One hätten, glaube ich, sind jetzt auch gar nicht mehr so weit hinterher.
Weil, naja, das AOE dauert natürlich schon auch ein bisschen. Außer ich würde mit dem Dot-Skill halt irgendwie die Mobs dann irgendwie one-hitten können. Aber halt 36 Millionen HP halt one-hitten, das sehe ich mich halt noch lange nicht. Na, ich glaube nicht. Und natürlich muss man auch dazu sagen, Psykeeper ist halt im PvP wirklich nicht, ja, also in vielen GWs ist er halt wirklich komplett useless. Oder zumindest annähernd useless. Basker spielt zum Beispiel nur Crit Psy im GW, weil es halt alles andere keinen Sinn macht. Und naja, was soll ich sagen? Wenn ich jetzt Psykeeper hier im PvE einfach wirklich halt sehr OP ist, dann gleicht halt einfach auch so ein bisschen die GW-Probleme aus. Die PvP-Probleme, besser gesagt. Aber gut, ich beende meine Folge. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ich noch nicht gestorben bin, dann bin ich Dragon Rank 200 bis morgen oder so. Je nachdem. Bis dann.